geheimnisvolle Düppels dabei spielen. Pavel Kosravi verrät es Ihnen. Kampfjäger der Bundeswehr manipulieren unsere Wetterkarten. Diese Vermutung von Bonner Wetterfröschen ist jetzt bestätigt. Unheimliche Geisterwolken mit einer Länge von 350 Kilometern tauchen plötzlich auf den Radarschirmen auf. Allerdings nur auf dem Wetterradar. Einmal im Sommer 2005 und einmal im März 2006. Die Bundeswehr hat mittlerweile zugegeben, dass sie im März eine Luftkampfübung über Holland machte. Für Carsten Brandt von donnerwetter.de ist klar, das ist des Rätsels Lösung. Wir wissen heute, dass es mit 99,9%iger Sicherheit Düppel waren. Düppel bestehen aus Plastik mit Plastikteilchen, so etwa mit Metalldampf drauf. Die dienen dazu, militärisch Radargeräte zu täuschen. Das ist deren Hauptaufgabe. Und da wurden wohl damals bei der ersten Geisterwolke mindestens hunderte Kilo, wenn nicht Tonnen, ausgesetzt, um so ein riesen künstliches Regenband zu erzeugen. Nach den Radarbildern sind es Tonnen dieser Substanzen. Laut Bundeswehr wurden aber nur ganz geringe Mengen dieser Düppel ausgesetzt. Sie dienen der bewussten Täuschung von Radarbildern, da ihre haarfeinen Fäden Flugzeuge tarnen. Wie gefährlich sie für Menschen sind, weiß zurzeit niemand. Das Militär sagt, sie sind ungefährlich. Doch in den USA gibt es längst Proteste gegen diese Technik. Und auch hierzulande regt sich was, zum Beispiel bei den Grünen in NRW. Hier wird offensichtlich großflächig die Umwelt verschmutzt und das auch noch mit Geheimnistuerei verbunden. Und das muss auf den Tisch. Wir werden die Landesregierung danach fragen und die soll die Bevölkerung jetzt umfassend aufklären. Und es geht schon wieder los. Derzeit gibt es neue Luftkampfübungen über dem Hunsrück. Die Bundeswehr warnte jetzt erstmals die Wetterdienste vor verfälschten Radarbildern in den kommenden 3 Wochen. Die Prognose von uns sagt, dass wir Südwestwind haben. Das heißt, diese Wolke wird dann über die Eifel, ins Rheinland, ins Ruhrgebiet, weiter dann hier oben bis nach Ostwestfalen, Bielefeld, Paderborn, Osnabrück, dann sogar in Niedersachsen und bei entsprechend großer Menge sogar weiter nach Niedersachsen, vielleicht sogar bis in den Hamburger Raum hineingetragen. Also es ist ein richtiger Wolkenfilm, der dann entsteht bis nach Hamburg. Carsten Brandt hatte nach der ersten Wolke bereits Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Wettermanipulation gestellt. Er wird sein Radar in der nächsten Zeit genau beobachten, denn jede neue Geisterwolke könnte seine Vermutung bestätigen.